Na, fang mal an, oder? Ja. Fang mal an. Ja. Okay, gut. Wir dürfen Sie recht herzlich begrüßen hier zum Experimentalvortrag. Wir stellen uns kurz vor. Mein Name ist Manfred, die Kollegin neben mir, das ist die Franziska. Wir stellen uns immer mit dem Vornamen vor, dass aus dem Grund sollten wir uns während des Vortrags in die Luft sprengen, dann hat man uns wenigstens persönlich gekannt. Aber in der Regel sollte eigentlich nichts passieren. Ja, bevor man jetzt anfängt, in der Chemie zu arbeiten, sollte man sich über die Stoffe informieren, mit denen man Umgang hat. Das geht am schnellsten über das sogenannte Sicherheitsdatenblatt. Da steht genau drinnen, welche Gefahren von einem bestimmten Stoff ausgehen. Dann ist es natürlich wichtig, auf die persönliche Schutzausrüstung zu achten. Deswegen tragen wir so schöne weiße Mäntel, Schutzhandschuhe, um uns vor giftigen oder ätzenden Stoffen zu schützen. Und das Wichtigste, das sitzt natürlich hier auf der Nase, das AOK-Kassengestell, die Schutzbrille, damit eben die Augen keine Löcher bekommen. Wenn man das alles beachtet hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und ich beginne mit einem Arbeitsvorgang, den ein Laborant des Öfteren durchführen darf, nämlich das Verdünnen von Säuren und Laugen. Zu diesem Arbeitsvorgang gibt es einen sehr, sehr schönen Merksatz und der lautet: Zuerst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Schon mal gehört? Ja. Ich weiß allerdings auch, dass gerade Schüler diesen Merksatz auch gerne umdrehen. Die Schüler sagen auch ganz gerne: Zuerst die Säure, dann das Wasser, dann wird der Chemielehrer blasser. Allerdings eine schlechte Idee, vor allem dann, wenn es sich dabei um konzentrierte Schwefelsäure handelt. Legt man diese konzentrierte Schwefelsäure vor, gießt da Wasser rein, entsteht schlagartig sogenanntes Schwefelsäurehydrat. Die Temperatur kann ansteigen bis auf 300 Grad Celsius. Das Wasser verdampft explosionsartig und einem fliegt dann der heiße Wasserdampf in Verbindung mit heißer Schwefelsäure mitten ins Gesicht. Das mindert dann die Heiratschancen bei dem einen oder anderen ganz ungemein. Deswegen sollte man das immer in der richtigen Reihenfolge machen. Das mache ich jetzt auch. Nur verwende ich jetzt für die Schwefelsäureverdünnung einen Kunststoffbecher aus Polystyrol. Ich habe gerade Wasser eingefüllt. Prost! Echtes, abgestandenes Münchner Leitungswasser. Ich nehme jetzt den Becher, stelle ihn hier in dieses Glasgefäß. Ich halte mich ganz genau an diesen Merksatz. Zuerst das Wasser, dann die Säure. Und trotzdem geschieht das Ungeheure. Und der Becher wird bei diesem Experiment etwas kleiner. Der schrumpft hier etwas zusammen. Ja, der Merksatz ist nicht falsch, der ist schon richtig, nur sollte man bedenken, der ist schon etwa 200 bis 250 Jahre alt und zu der Zeit, da gab es noch gar keine Kunststoffe. Dieses Polystyrol ist ein thermoplastischer Kunststoff, das bedeutet, er lässt sich in der Hitze verformen, er lässt sich schmelzen und diese 160 bis 180 Grad Celsius, die hierbei immer noch entstanden sind, halten die meisten Thermoplaste eben nicht mehr aus und legen sich einfach flach hin. Deswegen verwendet man für Säure- und Laugeverdünnungen normalerweise solche feuerfesten Glasgefäße, Wasser vorlegen, von außen kühlen, um Wärme abzuführen, rühren und niemals alles auf einmal hineingießen, dann können solche Behitzungseffekte normalerweise erst gar nicht auftreten. Ja, an diesem Beispiel hat man jetzt schon gesehen, dass Wasser nicht immer so harmlos ist, wie man sich das vorstellt. Und ich werde jetzt noch zeigen, wie man mit Wasser Feuer machen kann. Dafür brauche ich wiederum einen Kaffeebecher. Und in dem befindet sich mein zerschreddertes Zeugnis. Ja, das ist so schlecht gewesen, damit kann man heutzutage recht wenig anfangen. Und bevor irgendjemand auf die Idee kommt, das wieder zusammenzusetzen, gehört das restlos vernichtet. Und dazu brauche ich nichts weiter als einen Löffel voll von diesem gelben Pulver hier. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Und dann, wie schon erwähnt, Wasser. Da reichen ein paar Spritzer aus. Jetzt dauert es einen kleinen Moment, aber der Erfolg sollte dann gleich sichtbar sein, dass man mit Wasser auch Feuer machen kann. Ja, also dieses Zeugnis ist jetzt restlos vernichtet. Schuld ist natürlich in dem Fall das gelbe Pulver, das war Natriumperoxid. Peroxide an sich sind sehr energiereiche Verbindungen und die Reaktion mit dem Wasser hat dazu geführt, dass diese Energie frei wird und daran hat sich die Papierwolle, sprich das Zeugnis, entzündet. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, Sie kennen dieses gelbe Pulver nicht, nehmen das in die Hand, schwitzen recht, dann brennen Sie sich sozusagen Löcher in den Pelz. Ja, sollte man also aufpassen, unbekannte Substanzen sind doch oftmals auch gefährlich.
Ja, jetzt kommen wir gleich zur nächsten unbekannten Substanz. Und zwar haben wir da ein weißes Pulver. Das schaut aus wie Waschmittel. Wir haben es beim Aufräumen im Keller gefunden. Wir wissen nur eins nicht, ob es halt wirklich Waschmittel ist. Ja, unser Job ist es, sowas zu überprüfen. Und wir machen das ganz gern ja, vor Publikum, damit jeder was davon hat. Und ich mache jetzt nichts weiter, als wieder einen Kaffeebecher zu benutzen. Jetzt brauche ich einen Löffel voll von dem weißen Pulver. So. Viel hilft viel. Und alles, was ich jetzt dazu brauche, ist in dem Fall ein Streichholz. Waschmittel sollte ja normalerweise nicht brennen. Schauen wir einfach mal. Der wichtigste Schritt, ich mache das jetzt wieder aus. Und weiß spätestens jetzt, dass sich dabei nicht um Waschmittel handelt. Wenn doch, würde Ihre Waschmaschine sich jetzt in der hauseigenen Umlaufbahn befinden, was schlecht wäre, weil man dann eine neue braucht. Das in dem Fall war Dibenzylperoxid, auch wieder eine sehr energiereiche Verbindung, wo die Restwärme vom Streichholz ausgereicht hat, das zu zersetzen. Dass da sehr viel Energie bei frei wird, sieht man auch wieder ganz gut am Kaffeebecher. Ja, nach diesen ersten Experimenten könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, Chemie wäre etwas grundsätzlich Gefährliches. Das dem aber nicht so ist, wollen wir Ihnen mit den nächsten drei Experimenten zeigen. Als allererstes hier ein Milchshake-Glas. Eingefüllt ist rot eingefärbtes Wasserstoffperoxid. Das sitzt noch versetzt mit etwas Spülmittel. Und ich entnehme jetzt hier aus diesem Vorratsbehälter eine kleine Menge eines Stoffes mit dem Namen Kaliumjodid. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn das Kaliumjodid in das Wasserstoffperoxid fällt. Dann bildet sich innerhalb von ein paar Sekunden ein wunderschöner Himbeermilchshake. Allerdings kein Milchshake, den man trinken sollte, außer man möchte hinterher selbstständig Seifenblasen machen. Das würde funktionieren mit dem Spülmittel. Man würde sich sowieso schwer tun, diesen Milchshake zu trinken. Das liegt daran, den kann ich auch auf den Kopf stellen, ohne dass der da herausläuft. Ja, wie funktioniert das Ganze? Das Kaliumjodid, das zersetzt das Wasserstoffperoxid. Es entsteht dabei Wasser und Sauerstoff. Und der frei werdende Sauerstoff, der schäumt dann in diesem Fall das Spülmittel so locker, flockig in die Höhe. Ja, jetzt gibt es natürlich Leute im Labor, die mögen keine Milchshakes, die würden lieber Cola trinken. Nur was macht man, wenn man keine Cola zur Hand hat? Man nimmt dann eine leere Colaflasche, füllt eine ganz bestimmte Flüssigkeit ein. Man gibt jetzt noch eine zweite Zauberkomponente hinzu. Dann wird verschlossen, kräftig geschüttelt und Sie denken bitte alle ganz fest an Cola, sonst funktioniert es nicht. Richtig fest konzentrieren, noch fester, richtig fest, sonst geht es nicht. Noch mehr richtig fest an Cola denken. Jawohl. Fertig ist die Cola. Will jemand probieren? Nein? Ist auch besser so, wenn man das trinken würde, bitte kräftig schlucken, die Mandeln rutschen gleich mit runter. Also, nichts probieren in der Chemie. Ja, wie funktioniert nun das Ganze? Hier vorgefüllt in die Colaflasche eine Lösung von sogenannter Jodsäure. Hinzugegeben habe ich eine Lösung von Natriumhydrogensulfid und diese beiden Stoffe reagieren miteinander und es kommt dann zur sogenannten Landolschen Zeitreaktion. Und aus diesen beiden Chemikalien wird über zwei Reaktionsschritte Jod freigesetzt und dieses Jod färbt diese Lösung schlagartig dunkelbraun ein. So. Keiner widerspricht. Ist das schwarz oder ist das dunkelbraun? Schwarz. Schwarz. Ich sagte aber dunkelbraun. Irgendwas muss nicht stimmen, oder? Ja, das stimmt schon. Normalerweise wäre es dunkelbraun, aber ich habe der Jodsäurelösung noch etwas Stärke beigemengt und Stärke ergibt mit freiem Jod einen dunkelblau-violetten Jodstärkekomplex. Und wenn genügend Jod und Stärke vorhanden ist, wird so viel von dem Komplex gebildet, dass das Ganze dann eben ausschaut wie dunkel-schwarze Cola. Ja, aber trotz alledem muss ich sagen, ich finde die Cola immer noch sehr langweilig und deswegen haben wir uns noch was einfallen lassen. Dazu braucht es auch wieder eine Colaflasche. Die befindet sich auf einem Magnetrührer. In der Flasche selbst ist ein Magnetrührfisch, dient dazu, dass sich die Flüssigkeiten in der Flasche vermischen können. Ich habe heute schon drei Lösungen vorgelegt, muss jetzt noch drei weitere hinzugeben. Und dann erhält man eins der beeindruckendsten Experimente, die wir hier so vorführen. So. Denn die Cola ist zwar schon ganz schön, aber erstens mag nicht jeder nur Cola und zweitens kann man sie auch nicht rückgängig machen.
Für den Fall braucht es halt diese Colaflasche. So. Sollte sich das erstmal Fanta-Farben einfärben, ist noch nichts Besonderes. Aber wenn man einen Moment wartet, habe ich unten Sprite, oben Cola. Das klappt gleich nochmal besser. Jetzt wird es wieder zu Fanta. Und dann sollte es jetzt eigentlich schlagartig Cola werden. Gucken wir mal, ob das klappt. Jawohl. Also spätestens an dieser Stelle wäre Coca-Cola neidisch um dieses Experiment. Schließlich haben die keine Flasche, wo alle drei Getränke gleichzeitig präsentiert werden. Ja. Früher habe ich mit diesem Experiment bewiesen, dass ich zaubern kann. Unter den Jüngeren hat das der ein oder andere auch geglaubt. Mit dem Erfolg, dass so vorne im Gästebuch Schimpfwörter standen, die mir den Eindruck gaben, dass sie denken, ich komme mit einem Besen in die Arbeit. Da habe ich gedacht, okay, das möchte ich jetzt auch nicht, dass ich meinen Ruf so ruiniere. Seitdem erzähle ich, was das Ganze ist. Man nennt eine solche Reaktion eine oszillierende Reaktion. Es ist in dem Fall die oszillierende Joduhr oder halt hier ganz speziell die oszillierende Colaflasche. Ja, diese funktioniert aufgrund von rhythmischen Reaktionen, die über Rückkopplungsmechanismen funktionieren. Jetzt weiß ich allerdings, dass das nicht unbedingt jeder versteht. Deswegen kommen wir nochmal kurz zum Milchshake. Da habe ich eine Reaktion von A nach B, der ist fertig, das war's. Bei der Colaflasche habe ich eine Reaktion von A nach B, von B nach C und von C einen Rückkopplungsprozess zurück nach A. Deswegen läuft das sozusagen im Kreis. Noch einfacher ausgedrückt, die Stoffe streiten sich, jeder gewinnt mal die Oberhand, das Ergebnis ist der Farbwechsel. Das wäre jetzt ganz einfach erklärt. Leider funktioniert das Ganze nicht endlos. Sonst hätte ich mir das ins Wohnzimmer gestellt, schaut schön aus, aber nach 8 bis 10 Minuten ist es wieder vorbei. Ist ein Stoff aufgebraucht, Jod fällt aus, es ist Stärke dran beteiligt, was bedeutet, es bildet sich auch wiederum der Jod-Stärke-Komplex und dann bleibt das halt in der Cola-Phase stehen. Das Einzige, was man dann noch beobachten kann, ist, dass hier dann an der Wandung die Jodkristalle glitzern, aber ein Farbwechsel wird dann nicht mehr stattfinden. Ja, diese chemischen Reaktionen, die wir bis jetzt vorgeführt haben, laufen doch alle sehr, sehr schnell ab. Man gießt etwas zusammen und binnen Sekunden passiert auch schon etwas. Es gibt aber auch chemische Stoffe, chemische Reaktionen, die lassen sich richtig schön zeigen. Ein solcher Stoff, eine solche Reaktion, die wollen wir Ihnen auch zeigen. Zu diesem Zweck habe ich hier in der Kunststoffflasche eine braune, sehr flüssige Flüssigkeit. Sieht aus wie Honig oder Ahornsirup. Nur wenn man die Flüssigkeit Wasser gibt, dann riecht die binnen Sekunden so, als würde man im Hochsommer für 2 bis 3 Tage einen Fisch in der Plastiktüte vergessen. Richtig schöner Fischgeruch. Des Weiteren ist diese Flüssigkeit giftig, Krebserregend, Erbgutveränderung und Fruchtschädigung. Vom chemischen her gesehen ist mir eben was dabei. Die Substanz trägt auch noch einen sehr, sehr schönen chemischen Namen. Die nennt sich Diphenylmethan-4,4-Isocyanat. Das muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber mit einem solchen Isocyanat und einem Bialkohol kann man jetzt Kunststoff herstellen. Sie dürfen die Farbe des Kunststoffes selbst bestimmen. Ich habe hier violett, grün oder steinchenrosa. Was darf es denn sein? Gelb. Gelb. Machen wir ganz demokratisch. Wer ist für violett? Hand hoch. Aha, so viele gleich. Grün? Grün. Oh ja. Steinchenrosa? Ja. Hey. Gott sei Dank mal eine andere Farbe. Ich mache seit fast über einem Jahr täglich nur Schweinchenrosa. Gott sei Dank mal was anderes. So. Ja, ich muss nun diese beiden Substanzen im Mengenverhältnis von 1 zu 1 zusammengeben. Ich messe das jetzt ab nach der sogenannten schätzgeometrischen Volumenbestimmung. Damit mal Pi mal Erdbeschleunigung. So, und es passiert gar nichts. Es würde jetzt auch einige Zeit so stehen bleiben, bis da irgendwas passieren würde. So lange wollen wir gar nicht warten. Denken Sie einfach mal an zu Hause, ans Kuchenbacken. Sie nehmen eine Schüssel, geben rein Milchmehl, Eier, Zucker, Backpulver. Was machen Sie dann? Umrühren, genau. Rührt man nicht um, schiebt das so in den Ofen. Was hat man dann? Verbranntes Mehl mit Spiegelei obendrauf. Das ist eine trockene Angelegenheit und auch kein Kuchen. So ähnlich ist das hier auch. Erst wenn ich hergehe und diese beiden Stoffe bestmöglichst miteinander vermische, verrühre, homogenisiere, wie man so schön sagt in der Chemie, erst dann kann die chemische Reaktion überhaupt erst stattfinden. Allerdings, wenn jetzt hier einfach nur Kunststoff entstehen würde, wäre das relativ fad und langweilig. Man könnte dabei fast gar nichts sehen. Damit man etwas sehen kann, ist diesem Dialkohol Wasser beigemengt.
und das Wasser, das zersetzt einen Teil des Isocyanats. Und bei dieser Zersetzung wird Kohlendioxid gebildet. Und wenn der Kunststoff beginnt auszuhärten, dickflüssig zu werden, dann schäumt das Kohlendioxid den Kunststoff allmählich auf. Es entsteht hier als Schaumstoff. Ganz genau ist es der Polyurethanschaum, U-Schaum oder auch Bauschaum genannt. Das erwärmt sich jetzt auf über 100 Grad Celsius, ist somit eine sogenannte exotherme Reaktion, weil eben Wärme freigesetzt wird. Und das Volumen vermehrt sich etwa um den Faktor 20 bis maximal 50 Bar. Am Ende habe ich etwa 1 bis 1,5 Liter Schaum. So, Becher ist schon voll. Es läuft jetzt über, sieht gleich aus wie so ein kleiner Atompilz in Grün. Grün ist er noch nicht ganz. Es kommt daher, dieser Farbstoff muss erst mit Luftsauerstoff reagieren und bildet etwa erst nach 1 bis 2 Minuten die grüne Farbe aus. Ja, Verwendung findet das Ganze, der Name Bauschaum lässt es eigentlich schon vermuten, beim Bau von Häusern, zum Abdichten von Tür- und Fensterrahmen, zur Wärmedämmung und Schallisolierung, zur Herstellung von Autositzen, Flugzeugtragflächen, Polstermöbel, Matratzen und ähnliches. Ja, es läuft jetzt noch ein paar Minuten weiter und bis der fertig ist, zaubert uns die Franziska wieder was. Ja, und zwar kommen wir so lange mal zu einem romantischen Spaziergang durch den Wald. Sicher der ein oder andere schon mal gemacht. Und wenn man das tut, gerade im Sommer, wenn es abends noch schön warm ist, langsam dunkel wird, dann kann man dort Tiere beobachten, die man besonders gut sieht, weil sie leuchten. Das könnte sein. Glühwürmchen, genau. Die glühen in ihrer paarungsbereiten Zeit, um sich gegenseitig anzulocken. Aufgrund der biologischen Oxidation von Luciferin durch das Enzym Luciferase. Und das nennt man auch ganz einfach Biolumineszenz. Wir in der Chemie haben das Glück, wir können sowas nachmachen. Bei uns heißt das dann allerdings Chemolumineszenz. Das schaut dann so aus. Man nennt das Ganze ein kaltes Leuchten, zwar deshalb, weil 98% der Energie als Licht und nur 2% als Wärme abgestrahlt werden. Wenn man an Halogenstrahler denkt, die sind sehr heiß. Hätten die Glühwürmchen ein solch warmes Licht, würden die auch kurz leuchten. Aber nur, weil sie verbrennen und dann nie wieder. Deswegen brauchen die halt kaltes Licht. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich auch noch Farbstoffe einsetzen kann, um das Leuchten zu verändern. Allerdings rate ich davon ab, dass man hinter Glühwürmchen mit irgendwelchen Spritzen hinterher rennt, um den Farbstoffe zu initiieren, damit die anders leuchten. Das vertragen die nicht so gut. Ja, in dem Fall würden die auch eher rot anlaufen, bevor sie dann tot vom Himmel fallen. Das sollte man natürlich vermeiden. Ja, jetzt habe ich da zwei Lösungen zusammengekippt. Das war zum einen die Luminol-Lösung. Dahinter verbirgt sich das 5-Amino-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion als Lösung, Natronlauge und Kaliumhexacyanoferrat-3-Lösung mit Wasserstoffperoxid. Die habe ich zusammengekippt und jetzt leuchtet das. Aber warum? Einfach ausgedrückt kann man sagen, das Luminol aus der ersten Lösung schnappt sich die Eisenionen aus der zweiten in Anwesenheit von Sauerstoff und bildet angeregte Moleküle. Ganz einfach gesagt, die haben zu viel Energie und die geben sie in Form von kaltem Licht wieder ab. 20 bis 30 Sekunden ist es wieder vorbei und ja, dann leuchtet nichts mehr, sind die angeregten Moleküle wieder ganz normal sozusagen. Das Ganze findet Verwendung in der Spurensicherung, um Blutspuren nachzuweisen, weil sie auch Eisenionen in sich haben, nämlich im Blut, beim Hämoglobin als Zentralatom. Und wenn man jetzt eine betreffende Stelle hat mit komischen Flecken, dann gibt man ein geeignetes Sprühreagenz auf Luminolbasis drauf, schaltet das Licht aus. Wenn da wirklich Blutspuren sind, dann leuchten diese. Ja, dieses Luminol-Experiment leuchtet leider nicht besonders lange. Es gibt aber auch Stoffe, die leuchten erstens wesentlich länger und zweitens praktischerweise von ganz alleine. Einen solchen Stoff, der von alleine leuchtet, den wollen wir Ihnen auch zeigen. Der befindet sich hier in diesem Reagenzglas. Eine grünige, gelbliche Flüssigkeit, könnte man fast verwechseln mit Sonnenblumenöl, ist leider keins. Dieser Stoff hier nennt sich Tetrachis-Dimethylaminoethylen, abgekürzt TDAE. Der Chemiker sind auch faul, die merken sich auch nicht gerne so lange Wörter. Und wenn es das Licht ausmacht, kräftig schütteln, passiert gar nichts. Also, irgendwie leuchtet er doch nicht so ganz von selbst. Es fehlt nämlich ein Reaktionspartner, aber den bekomme ich ganz einfach und auch ganz schnell, nämlich wenn ich hergehe und oben den Stöpsel abziehe, dann zeigt sich sofort eine grüne Chemolumineszenz. Dieses GAE reagiert also empfindlich auf einen Stoff, der muss in der Luft vorhanden sein, nämlich zu 21% der Sauerstoff. Es zeigt auch nur mit Sauerstoff dieses Leuchtverhalten,
Man kann deswegen das EDAG besonders unter als Projekt für höchste Menge an Sauerstoff ohne Messgeräte, ohne Hilfsmittel sofort sichtbar zu machen. Will jemand mal riechen? Ja. Riecht man schon was? Ja. Ja? Gut? Ja. Es riecht wie so eine 6 Wochen vor sich hin, gar nicht die Makrele. Richtig heftig Erwischung. So. Wenn ich jetzt hergehe und schüttle, dann zeigt da unten die Flüssigkeit sofort diese grüne Chemolumineszenz. Auch das ist wieder kaltes Licht, das kann man anlassen, gar kein Problem. Die Leuchtbarung trägt jetzt etwa 4 bis maximal 10 Minuten. Es sollte natürlich nur so lange, bis der eingeschlossene Sauerstoff verbraucht ist, dann verschwindet dieses Leuchten wieder. Das hier ist das teuerste Experiment im Vortrag. Sieht gar nicht danach aus, und da ist Flüssigkeit, das ist die Luft, das soll aber so teuer sein. Dieses EDAG kostet im Einkauf 50 Gramm 772 Euro. Das sind etwa 2 bis 3 Gramm. Ja, jetzt hat man einen Stoff, der von selbst leuchtet. Es gibt, wie gesagt, Stoffe, die leuchten wesentlich länger als alles andere, was wir bis jetzt vorgeführt haben. Bleibt der Stöpsel drin? Jawohl. Gut. Jeder, glaube ich, hat die Dinger schon mal gesehen oder sogar selbst benutzt. Knicken, schütteln, leuchtet eine halbe Ewigkeit, die sogenannten Knicklichter. Für diese Knicklichter verwendet man sogenannte Oxalsäureester. Das sind normalerweise Feststoffe, weswegen man die in einem Lösungsmittel auflösen muss. Habe ich hier. Und ich entnehme jetzt hier 5 Milliliter dieser Oxalsäureester-Lösung. So. Und gebe sie in ein Reagenzglas. So. Jetzt dürfen Sie noch die Farbe bestimmen. Ich habe hier Türkis, Gelb, Orange oder Dunkelblau. Türkis. Wer ist für Türkis? Hand hoch. Dunkelblau? Ja. Gelb, Orange? Aha. Türkis. Komischerweise sucht sich das Publikum immer den teuersten Farbstoff. Das Gramm 110 Euro. Ja, genau. Aber wir produzieren das Zeug mittlerweile selbst. Deswegen ist es relativ kostengünstig. So, gut. Jetzt haben wir den Oxalsäureester und die Farbe. Aber das alleine leuchtet natürlich noch nicht. Diese chemische Reaktion, die hier stattfinden soll, die läuft nur im basischen Bereich ab. Das bedeutet also, ich muss noch eine Lauge hinzugeben. Ich verwende hierfür eine schwach konzentrierte Natriumsalicylatlösung. So, 1 Milliliter. Und jetzt benötigen wir noch ein Oxidationsmittel. Und hier kommt, wie beim Luminol, das sogenannte Wasserstoffperoxid zum Einsatz. Auch 1 Milliliter. So. Jetzt brauche ich noch einen Gummistöpsel. So, gut. Und sobald jetzt das Wasserstoffperoxid unten in die Flüssigkeit läuft, zeigt sich eine türkisfarbene Chemolumineszenz, die ich noch wesentlich verstärken kann. Nämlich, wenn ich hinterhergehe und fotokinisiere, was nichts anderes bedeutet als kräftig schütteln. Dann zeigt sich sofort eine helle, türkisfarbene Chemolumineszenz. Was für Anpassung? Kalt, oder? Ja, ist kalt. Ja, wie lange leuchtet das? Bei uns leuchtet es jetzt etwa 4 bis 6 Stunden. Hört sich viel an. Aber diese Knicklichter, die industriell hergestellt werden, da sind diese Stoffe optimal aufeinander abgestimmt, die kommen auf eine Leuchtdauer von bis zu 36 Stunden. Da kommen wir leider noch nicht hin. Ja, der Oxalsäureester, den wir verwenden, hat auch einen sehr schönen chemischen Namen, der nennt sich bis 246 Dichloramyloxalat. Das Gramm kostet 46 Euro. Ein Gramm. Ist das viel? Nein, du weißt das ja. Nee, ist nicht viel. Wissen Sie warum? Das 1 Gramm Oxalsäureester und 1 Gramm Farbstoff machen etwa 3000 bis 4000 Knicklichter. Das ist ganz relativ günstig sogar. Ja, soviel zu unserer Chemolumineszenz. Kommen wir noch mal kurz zurück zu unserem Schaumpilz. Der ist ja überhaupt nicht schön geworden. Sieht dazu aus. Die Kollegen malen auch gerne Gesichter drauf, kann man nicht mal anpassen. Aber man merkt sofort, unser Schaum ist nicht dazu geeignet, Holzverlöten oder Matratzen herzustellen. Denn unser Schaum wird fast so hart wie Beton. Also da möchte ich nicht drauf sitzen und auch nicht drauf liegen. Welche Farbe hat unser Schaum normalerweise? Gelb.
weiß, es gibt so grau, blau, ist aber der Großteil der typischen Seele. Unseres Farbe hat folgenden Grund. Vor ein paar Jahren gab es den Arbeitskollegen, der war kurz zu faul, am Freitagnachmittag die gesammelten Schaumpilze im Wagen runterzufahren und zu entsorgen. Der hat angefangen, Farben einzumischen und hat dann festgestellt, sobald die nur farbig waren, haben die Kinder im Vortrag die Teil mitgenommen. Und seitdem haben wir den Entsorgungspunkt viel weniger. Also, jetzt mitnehmen. Gut. Natürlich kann man mit PU-Schäumen auch ehrlich Blödsinn treiben. Man kann da auch allerhand Schabernack treiben. Freitag, Nachmittag ist bei uns meistens eher ruhig. Und wenn es einmal langweilig wird, dann kommt die liebe Franziska schon auf die ein oder andere interessante Idee. Man kann nämlich auch hervorragend Gummihandschuhe ausschöpfen. Also so aus. Also wie gesagt, da kann man auch ehrlich Blödsinn damit treiben. Gut. Ich übergebe wieder an die Franziska. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Entsorgungsproblem. Das haben Sie eventuell zu Weihnachten, denn man wünscht sich ja schon mal das ein oder andere technische Gerät. Nehmen wir mal als Beispiel einen Plasmafernseher. Stellen Sie sich vor, der fällt vom Rentierschlitten runter. Das nennt man dann eine schöne Bescherung. Damit das aber nicht so endet, packt das Christkind den immer schön ein. Und zwar womit? Styropor, genau. Ja, jetzt hält sich das Christkind aber nicht an die EU-Verpackungsregelung und nimmt den Müll wieder mit oder holt ihn später ab. Nein, der bleibt bei mir. Und was ist mein Problem? Weihnachten ist meine Mülltonne eigentlich eh schon voll. Wenn ich Glück habe, finde ich noch ein bisschen Platz beim Nachbarn, im Dunkeln. Wenn ich Pech habe, hat der vor uns Bescherung gemacht, dann ist denen seine Mülltonne auch schon voll. Und dann muss ich mir was überlegen. Woraus besteht denn Styropor? Ich habe zum einen so kleine Kügelchen und was noch? Warum ist das so leicht? Luft, genau. Und zwar zu 98%. Das heißt, platzmäßig wäre mir erstmal geholfen, wenn ich da die Luft rauslassen könnte. Dazu brauche ich den Schnellkochtopf aus der Küche, gebe das da rein. Bitte nicht auf die Herdplatte stellen, wenn man die aus Versehen anschaltet, wird es nur schwarz, stinkt und gesundes anet. Und dann brauche ich noch Nagellackentferner auf Acetonbasis. Wenn ich keinen habe, kann ich mir den zu Weihnachten gleich mitwünschen. Oder etwas egoistischer im Laufe des Jahres innerhalb der Familie verschenken, dann ist auf jeden Fall welcher da. Gibt man jetzt da drüber und dann schmilzt das wie Schnee in der Sonne. Kann man auch beruhigt noch was nachgeben. Größeres Stück. Das, was übrig bleibt, ja, hat die Konsistenz von so einer Art Huba Huba, ist aber natürlich keine. Und ehrlich gesagt, wenn ich ganz genau dabei vorgehe, ist das noch nicht mal was Chemisches, sondern ein physikalisches Experiment, weil es ist nur gelöst. Es hat sich nichts verändert und ich habe sozusagen auch nur die Luft rausgelassen. Trotz alledem ist das jetzt ja, nur ein gelöstes Problem. Warum nur gelöst? Was machen Sie jetzt damit? Ich gebe Ihnen einen Tipp, niemals in die eigene Mülltonne, die würde sich wahrscheinlich mit auflösen. Und wenn es die Mülltonne sein soll, dann bitte die des Nachbarn, ja? Damit es nicht ihre eigenen Probleme sind. Gut, wenn Ihnen Ihr Nachbar allerdings zu sympathisch ist, kann man das auch stehen lassen. Das Lösemittel verdampft mit der Zeit und dann gießt man kochend heißes Wasser drauf und hält hinterher so ein Pellet. Das kann man dann ganz beruhigt wegschmeißen. Da sollte nichts mehr passieren. Ja, wenn man Weihnachten überstanden hat, dann schließt sich das nächste Ereignis gleich an, und zwar Silvester. Stehen die Leute ja bekanntlich auf der Straße oder am Fenster, schauen in den Himmel und freuen sich, weil sie dort was sehen? Feuerwerk, genau. Alles schön bunt, viele verschiedene Farben. Wir haben jetzt auch noch ein kleines Feuerwerk vorbereitet. Allerdings in dem Fall ein Tischfeuerwerk. Nur noch mal zur Erinnerung, dass man mit Wasser Feuer macht. Gebe ich jetzt hier einfach ein ganz kleines Wasser rein. Licht aus, dauert es wieder einen kleinen Moment und dann hat man ein schönes Feuerwerk. Ja. Aber warum ist das beim Feuerwerk so, dass alles so schön bunt ist, dass ich verschiedene Farben habe? Ja, die Ursache muss natürlich in der Rakete liegen, das ist klar, aber eigentlich macht man sich doch nur zunutze, dass der Kirchhoff und der Bunsen einst erkannt haben, dass bestimmte Salze, aber Metallsalze in der Flamme charakteristische Färbungen zeigen. Und wir haben da auch noch drei vorbereitet. Salz allein brennt natürlich nicht, muss man jetzt noch ein Brennwerk aus der Mitte zugeben.
Methanol, damit das Ganze funktionieren kann. Jetzt gebe ich das da rein. Vom Lösemittel, die färbt sich jetzt noch schön kaminrot, das ist die Flamme vom Lithiumchlorid. In der Mitte die grüne Flamme ist vom Bariumchlorid und außen die orangefarbene Flamme, die ist vom Natriumchlorid, vom ganz normalen Kochsalz, was Sie auch zu Hause haben. Ist auch die bekannteste Flamme, kennt man von der Kerze und vom Feuerzeug. Und der Grund ist ganz, ganz einfach, weil Natrium halt auch in der Luft enthalten ist. Deswegen sieht man die so häufig. Wenn Sie beim Feuerwerk die Farben gesehen haben, dann hören Sie hinterher den Knall. Aber warum sehen Sie erst und hören dann? Ja? Weiß jemand die Antwort? Ja, einfach sagen. Weil der Schall langsamer ist. Genau, das Licht ist schneller als der Schall. Ich hatte allerdings vor einem Jahr mal einen Besucher, der meinte, die Ohren sind weiter hinten als die Augen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, denn überprüfen kann ich es nicht, wenn ich mich umdrehe, sehe ich nichts mehr. Ja, jetzt kommen wir dann zu einer Sache, die der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon mal selbst fabriziert hat. Vielleicht als Kind im Restaurant, weil ihm langweilig war, was ja durchaus mal vorkommt. Man soll nicht dazwischen reden, wenn sich Erwachsene unterhalten, und aufs Essen wartet man dann auch noch eine Stunde. Die im Restaurant sind allerdings sehr, sehr kinderfreundlich, die haben immer einen Platz auf dem Tisch. Und im Idealfall befindet sich der Pfefferstreuer gleich daneben und dann kann man sich schon mal die Zeit vertreiben. Liebe Kinder, macht das nur im Restaurant, nicht zu Hause. Es gibt bloß Ärger. Und für alle Älteren ist das auch ein guter Tipp fürs erste Date. Und wenn es nicht gleich funkt, kann man dann noch ein bisschen Feuer ins Spiel bringen, die lockert die Stimmung wieder auf. Die Kerze mag das nicht so gern, es macht nichts. Ja. Es hat den gewünschten Effekt noch nebenbei, dass das Essen sehr viel schneller kommt. Die Rechnung wahrscheinlich auch. Und nur für den Fall, dass Sie Ärger bekommen, weil Sie den Pfeffer über der Kerze verteilen, gibt es von mir noch eine passende Ausrede mit auf dem Weg. Aber vorher erstmal ein Geständnis von mir, das, was ich verwende, ist kein Pfeffer. Mit Pfeffer geht es auch, eventuell nicht ganz gut. Es kommt immer darauf an, wie frisch der Pfeffer ist und wie fein gemahlen. Der Pfeffer brennt vorwiegend die ätherischen Öle. Das heißt, umso älter er ist, umso weniger hat er davon, desto schlechter brennt er dann auch. Wenn Sie Ärger bekommen, sagen Sie einfach, Sie testen, ob der Pfeffer frisch ist. Das ist Ihr gutes Recht, schließlich zahlen Sie für es. Ja, das, was ich hier verwende, ist Mycopodium, Bärlachsporen, indischer Blütenstaub sozusagen. Und ich hoffe, dass niemand darauf allergisch ist. Es trifft hier etwa 1 von 10.000. Und ich kann Sie beruhigen, der eine ist schon da, das ist mein Kollege. Und ich glaube kaum, dass wir 10.000 Besucher im Haus sind. Deswegen kann da eigentlich gar nichts passieren. Und ich nehme jetzt einen halben Kaffeebecher vor. Dann schaut das Ganze so aus. Ja, das bitte nicht mehr im Restaurant machen, das fällt unter Brandstiftung. Das Ganze ist ein Staubbrand. Umso größer die Menge, das hat man gesehen, umso schöner wird das Ganze. Aber jeder Spaß hat seine Grenzen. Ist die Menge mal zu groß, zu gut in der Luft verteilt, macht man eventuell die Bekanntschaft mit einer Staubexplosion. Ja, die sind allerdings sehr gefürchtet, denn wie man an unseren Strahlern da oben sieht, Staub breitet sich unkontrolliert aus. Man kann das Ganze nicht einschätzen und das macht es halt so gefährlich. Früher gab es das Problem von Staubexplosionen sogar beim Friseur. Durch den ganzen Haarstaub, der beim Schneiden angefallen ist, konnte das beim Zusammenkehren mit der Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden, wo dann ein Zündfunken ausreicht, um festzustellen, dass es geschäftsschädigend ist, beim Friseur keine Haare mehr zu haben. Das hat man allerdings sehr schnell bemerkt. Ja, Sicherheitsvorkehrungen so getroffen und angepasst, dass da heute nichts mehr passiert und Sie wieder beruhigt zum Friseur gehen dürfen. Ja, sollen wir noch was machen? Ja. Ja. Gut. Ich glaube, jeder von Ihnen hat diesen altklugen Satz schon einmal gehört. Chemie ist das, wo es raucht und stinkt. Physik ist das, das nicht gelingt. Schon mal gehört? Ja. Ja, ja, du kennst das ja. Mein Sohn. Deswegen. Der kennt das schon.
Ein bayerischer Komiker hat es mal auch sehr schön gesagt, Karl Valentin hat folgendes mal gesagt: Alles, was kracht, stinkt, aber nicht alles, was stinkt, kracht auch. Hat er absolut recht. Und jetzt machen wir noch zwei Experimente zum Thema Sprengstoffchemie. Bis ins Jahr 1846 war Schwarzpulver das allein in Gebrauch befindliche Sprengmittel. Das bedeutet also, 1846 muss irgendetwas passiert sein. Im Jahr 1846, im Frühjahr, experimentierte der Basler Chemieprofessor Christian Schönbein zu Hause in der Küche am Küchentisch. Und bei diesen Experimenten hat er zwei Säuren verschüttet, nämlich konzentrierte Salpetersäure und konzentrierte Schwefelsäure. Irgendwann muss er natürlich diese Sauerei wieder wegputzen. Zu dem Zweck benutzte er die Baumwollschürze seiner Frau und hat das Ganze weggewischt. Er hat sich auch augenblicklich stark gewundert, denn der Baumwollschürze ist überhaupt nichts passiert. Denn normalerweise würde allein schon die Schwefelsäure binnen Sekunden riesige schwarze Löcher in Baumwolle reinfressen. Aber wie gesagt, Schürze ist nichts passiert. Er hat sich darüber gewundert, auch gefreut, ein Ärger mit der Frau wegen der kaputten Schürze, hat die Schürze mit Wasser ausgewaschen und zum Trocknen über den Kohleofen gehangen und fröhlich pfeifend weitergearbeitet. Der Kohleofen ist normalerweise ziemlich heiß, irgendwann war die Schürze natürlich trocken, es gab einen lauten Knall, einen großen Feuerball und die Schürze war weg. Das hat der gute Mann den Tag entdeckt. Der Schönbein wird heute als der sogenannte Entdecker der Schießbaumwolle, auch genannt Nitrocellulose oder auch bekannt unter dem Namen Pyrowatte. Diese Pyrowatte, diese Schießbaumwolle, haben wir auch gemacht. Jetzt fragen wir mal eine Baumwolle erfahrene Frau. Ist das Baumwolle? Ja. Wenn das die Baumwolle ist, dann muss das der Sprengstoff sein, oder? Ja. Sieht aber optisch gleich aus, oder? Nee. Sieht gleich aus. Cool. Okay. Ja. Die Lage hat recht. Das ist die Baumwolle. Das ist die Schießbaumwolle, der Sprengstoff. Und wenn ich jetzt eine Baumwolle anzünde, dann brennt die relativ fad und langweilig, da passiert nicht viel. Aber bei dieser Schießbaumwolle sieht das dann schon ganz anders aus. Wenn ich da so eine kleine Proteine, dann verschwindet die augenblicklich. Mein Gemüllehrer trägt immer zu sagen, viel hilft viel. Dann sieht das Ganze so aus. Und was bleibt übrig? Übrig bleibt eigentlich nur die stark verkohlte, stark verrostete Baumwolle. Diese Schießbaumwolle verbrennt nahezu zu 100%. Das, was wir jetzt beobachtet haben, dieser schnelle Verbrennungsvorgang, jedenfalls bezeichnet man als Deflagration. Als Deflagration wird alles gezeichnet, das langsamer abläuft als 1000 Meter pro Sekunde. Das sind immerhin 3600 km/h. Das ist langsam. Alles, was schneller ist als 1000 Meter pro Sekunde, wird bezeichnet als Detonation. Wenn man die Schießbaumwolle einsperrt, verdämmt und dann mit einem Detonator zündet, erreicht sie eine Verbrennungsgeschwindigkeit, eine Detonationsgeschwindigkeit von 6300 Meter pro Sekunde. Das ist schon ganz ordentlich, sind annähernd 20.000 Kilometer pro Stunde. Das ist aber nur Mittelfeld bei dem Sprengstoff. Wir wollten jetzt einmal noch eine kleine Detonation zeigen. Im Jahre 1847 hat ein italienischer Arzt und Chemieprofessor namens Astriano Sobrero einen weiteren Sprengstoff entdeckt, der Sobrero vermischte Salpetersäure und Schwefelsäure und tropfte in dieses Gemisch einen Stoff namens Glycerin. Er erhielt dabei eine grüne Flüssigkeit, die hat entnommen, mit einem Reagenzglas gegeben und durch einen Brenner erhitzt. Es dauerte keine 3 Sekunden, dann ist ihm das Ganze ordentlich in die Ohren geflogen. Und der Herr Sobrero gab diesem Stoff dadurch den Namen Pyrophores-Glycerin oder Pyroglycerin, das feuertragende Glycerin. Aber heute kennt es unter diesem Namen niemand mehr. Aber ich glaube, jeder hat schon mal vom Sprengstoff gehört und den Namen Nitroglycerin. Das dürfen wir leider nicht mehr vorführen. Bis vor 2 Jahren haben wir das gemacht. Manchmal waren es eben 1-2 Tropfen, dann 5. Im letzten Vortrag war es 1,5 Milliliter. Den Hammer drauf geschlagen, war sehr, sehr schön. Das Publikum hier im Saal hat einen ordentlichen Schlag ins Brustbein bekommen, die Nähe haben gewackelt und im gesamten Stoppe hat man gewusst, was unser Vortrag zu Ende ist. Wie gesagt, das dürfen wir nicht mehr vorführen, aber wir lassen uns die Narrerei nicht ganz nehmen. Ich habe mich jetzt vorher schon geschissen.
Kiesbaumwolle genommen, das Ganze mit einem pyrotechnischen Anzünder versehen, ein Papier eingewickelt und nach ordentlich mit Teesaftfilm umwickelt, damit es auch wirklich ordentlich scheppert. Das Ganze wird jetzt nicht mehr per Hand, per Feuer gezündet. Das Ganze läuft jetzt über ein sogenanntes pyrotechnisches Zündgerät. Ich muss jetzt dieses kleine Bömpli hier anschließen. So. Und die Kollegin darf schießen. So. Ein Hinweis: Wir wissen nie genau, wie laut das wird. Deswegen, wer etwas empfindlich ist auf den Ohren, sollte sich die Finger in die Ohren bohren. Ja, kleine Kinder sollten sich grundsätzlich die Ohren zuhalten. So. Also, Achtung! So, anschließend schaut dieses Fremdchen dann so aus. Richtig schön aufgerissen. Und diese Schießbaumwolle ist wieder zu 100% verschwunden. Die Länge, die es hier reingepasst hat, waren 0,6 Gramm. War nicht besonders viel. Diese Schießbaumwolle hat man unter anderem im Ersten Weltkrieg eingesetzt als Sprengladung für Torpedos. Da hat man 250 Kilogramm reingefüllt. Das dürfte leider auch nicht vorführen. Wäre aber sehr, sehr schön. Oder auf dem Zünder mit dem Hammer draufklopfen, dann legt es kurz das Museumswappen. Geht wieder runter, wäre natürlich schön, aber leider ist die Direktion der Meinung, es ist nicht sehr schön, wenn man die Besucher mit der Zinkwanne nach draußen fahren würde. Dann kommt man keiner mehr, haben Sie mit Sicherheit recht. Gut, damit wären wir am Ende angelangt. Noch eine kleine Anmerkung: Wir machen hier Experimente mit Lebensmittelbehältern. Das macht man normalerweise nicht, hat folgenden Grund. In dieser Cola-Flasche war jetzt jede Menge Jod vorhanden. Man könnte die Flasche 50 Grad abwaschen, gibt sie dann in der Laboratorieanalyse, die können immer noch ganz genau bestimmen, da war mal Jod vorhanden. Bedeutet also, dieser Behälter wird nie wieder sauber werden, deswegen kein Experiment normalerweise in Lebensmittelbehälter. Davor ja den Rollwagen, da haben wir noch ein Gästebuch, da dürfen Sie gerne einschreiben, ob es Ihnen gefallen hat oder ob es Ihnen nicht gefallen hat. Wenn es nicht gefallen haben sollte, bitte dazu schreiben, warum, sonst können wir zwei das natürlich besser machen. Wir beide hoffen natürlich, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie etwas Spaß an der Knie hatten und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Okay. Wissen Sie, unser Publikum ist äußerst schadenfroh. Weil ich habe mich vor 2 Jahren noch heftig angezündet. Das Publikum hat sehr, sehr gut gefallen. Hatte nicht bemerkt, dass dieser Becher ein Loch hatte. Da lief das Mikropodium raus und mir in den Ärmel rein. Es brannte im Ärmel. Man merkt ja schnell, wenn man brennt. Oder? Merkt man doch. Ja. Und ein brennender Mensch ist nichts weiter als ein gehirnamputiertes Fluchttier. Weil ein brennender Mensch fängt an, sich zu löschen, und beginnt mit in der Gegend herumzufuchteln. Das ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die man haben kann, mit einem Becher voll Lycopodium in der Hand. Ich verschwand hier im Feuerball. Das Publikum war hellauf begeistert. Die haben geklatscht und gepfiffen wie die Verrückten, weil die dachten natürlich, das gehört dazu. Aber es gehört nie dazu, wenn bei uns jemand im Feuerball verschwindet. Deswegen habe ich es mir als Zugabe zur Angewohnheit gemacht. Also wenn schon ich im Feuerball verschwinden sollte, dann nehme ich die erste Reihe mit. Ich will auch mal schadenfroh sein. Nämlich ich stelle die Kerze ziemlich hier vorne ab. Verringere mal den Sicherheitsabstand. So. Und mach das mal etwas anders. Das muss eh zum Friseur, oder? Okay, gut. Also. Wieder nach angebrannten Manfred. Kommt vor. Gut, das war's jetzt wirklich. Dankeschön.